zur Bedeutung von der Steigung k und der Ordinaten und den Ordinatenabstand d bei einer linearen Funktion gibt es noch folgende Erklärung. Zum einen müssen wir definieren, wie kann sich eigentlich die Steigung verändern oder wie kann die Steigung sein. Zum einen könnte das k der größer 0 sein, also die Steigung. Wir haben ja die Normalform unserer linearen Funktion eben mit y ist gleich k mal x plus d. Das k ist ja hier die Steigung, das d ist der Ordinatenabstand. Zur Steigung, wenn k größer 0 ist, haben wir auf jeden Fall eine steigende Funktion, auch streng monoton steigend genannt. Wenn es natürlich größer 0 sein kann, kann das k natürlich auch kleiner 0 sein. In dem Fall haben wir dann eine fallende, eine streng monoton fallende Funktion oder lineare Funktion. Müssen dann bedenken natürlich, wenn k kleiner 0 ist, dass wir hier einen negativen x-Wert haben. Zum Beispiel könnte hier dann stehen, die Funktion ist y gleich minus Hausnummer 2x plus 4. Also als Ordinatenabstand 4 und Steigung eben minus 2. Ja. Als dritte Variante für das k gibt es natürlich, dass k ist gleich 0. Das heißt, in dem Fall hätten wir eine konstante Funktion, die könnte dann ungefähr so aussehen. Hier ist dann eben quasi der y-Wert immer gleich. Hier wird dann stehen als Funktion oder als lineare Gleichung eben, von mir ist y ist gleich 2. Und 2 ist eben dann hier dieser Ordinatenabstand. Ja. Zum Wert d. Ja. Zum Koordinatenabstand d, in dem Fall der Teil hier von unserer linearen Funktion. Hier können wir unterscheiden, ob wir einen Nulldurchgang haben mit unserer linearen Funktion. Sprich, hier würde dann stehen als Gleichung y ist gleich von mir aus 2x, also ohne Ordinatenabstand, weil der ist ja 0. Das wäre eine homogene Gleichung. Und alle anderen eigentlich, die dann so aussehen oder so aussehen, sind dann eben inhomogen. Weil hier haben wir ein d. Ein Sonderfall ist eben jene Funktion, wo wir sagen können, dass y gleich x ist. Das würde dann so eine Funktion sein. Hier ist jeder x-Wert gleich den y-Wert. Also wenn ich hier 1 für x habe, habe ich auch für y 1. Diese Funktion nennt man identische Funktion.